Hi, willkommen bei Grill & Chill Barbecue & Lifestyle. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute machen wir was Leckeres. Kein Fleisch, aber eine super Beilage. Das sind Spargeln mit Bärlauch. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich die im Gasgrill gemacht habe, dann bleibt dran. Die Zutaten für unsere Bärlauchspargels sind 100 Gramm Bärlauch, 7 Esslöffel Zitronensaft, 8 Esslöffel Olivenöl, 3 Esslöffel Honig, Salz und Pfeffer, 2 Kilo Spargeln, eher dicke. Dann brauchen wir zum Grillen eine Aluschale. Das Ganze ist für 4 Personen gedacht. Ich nehme hier ein Viertel vom Ganzen. Ja, und dann starten wir gleich durch. Weiter geht's hier. Nehmt ein Gefäß. Bärlauch klein schneiden. Nehme hier den Nutribullet. Der funktioniert ganz gut für solche Sachen. Könnt natürlich auch den Stabmixer nehmen oder was ihr gerade drum habt. Zitronensaft dazu. Ein Esslöffel Honig. Weiter geht's mit dem Olivenöl. 2 Esslöffel. Eine Prise Salz, eine Prise Pfeffer. Alles rein hier und schauen wir mal, was passiert. Schön noch merkt, noch mal ein bisschen ist noch. Ein paar grobe Teile drin. Perfekt, so sollte es sein. Weiter geht's gleich mit dem Spargel. Die Enden abtrennen. Dann ein wenig schälen. Die äußerste Schicht abschälen. Dass wir so aussehen. Das mache ich nun, dann hole ich euch wieder dazu. Spargel ist geputzt. Die gute Marinade dazu. Schauen, dass alle schön was abbekommen. So sieht dann das aus. Und jetzt 5 Stunden Kühlschrank stellen und schön einwirken lassen. Dann sehen wir uns 5 Stunden wieder. 5 Stunden sind rum. Sind immer noch gleich aus. Die machen wir jetzt so eine Schale. Vielleicht habt ihr da etwas Spezielles, wo ihr das drauf macht. Eine Grillpfanne für Gemüse oder. Es gibt da verschiedene Sachen wieder. Das lassen wir nun 10-15 Minuten drauf, wenden sie zwischendurch und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Einmal drehen und weiter geht's. Noch mal ein bisschen drehen.
und nochmal eine Runde ziehen lassen auf dem Grill. Noch ein letztes Mal. Zeit zum Rausnehmen. Dann geht's ans Kosten. Wir haben es geschafft. Sehen sehr lecker aus. Nicht schnacken, rein. Wow, sehr lecker. Haben noch richtig Biss. Die Süße vom Honig passt hervorragend. Der Bärlauch natürlich gibt richtig Geschmack rein. Saftig ohne Ende. Genial zu jedem Fleisch. Könnt ihr fast überall dazu machen. Was Spezielles mit dem Bärlauch. Zu dieser Jahreszeit perfekt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über einen Daumen hoch natürlich freuen. Wird Abonnent, wenn ihr noch nicht seid. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und wie immer, bis zum nächsten Mal bei Grill & Chill, Barbecue und Lifestyle. See ya!